Hier müssen wir rein. Du bist Jank, denn ich verschwinde jetzt. Immerhin, mach mal die Tür auf. Ja, für die Gruppe. Was? Beinahe unter meiner Würde. Hier waren wir ja gar nicht drin. Okay. Ja? Genau, das sind die 5 Versteinerten. Und die werde ich jetzt entsteinern. Nichts weiter als das. Einen nach dem anderen. So, wer bist du? Ich lebe wieder. Als letztes erinnere ich mich an einen alten Magier und eine komisch aussehende Echse mit Knopfaugen. Was ist denn passiert? Okay, ein Basilisk hat er versteinert. Das ist mir egal. Gib mir den Helm von Baldurian und ihr werdet noch wünschen, eine Statue geblieben zu sein. Ganz ruhig bleiben. Ihr wart auch ziemlich lange versteinert. Kommt erstmal wieder zu euch. Euer Angriff auf Ramazit ist euch teuer zu stehen gekommen. Ich habe euch befreit und will den Helm von Baldurian als Bezahlung. Nehmen wir mal das erste. Versteinert? Wie lange denn? Meine Familie, die sind bestimmt alle zu Tode besorgt. Ich muss sofort zu ihnen. Alles zu seiner Zeit. Als erstes möchte ich, dass ihr mir den Helm von Baldurian gibt. Ich werde dafür bezahlt, ihn zurückzubringen. Helm von Baldurian? Den habe ich nicht. Vielleicht hat ihn einer meiner Kameraden, das weiß ich aber nicht. Fragt sie ruhig, ich kann euch weiter nichts erzählen. Okay. Der nächste hier. Entsteinern. Hallo. Brauche ich mehr Bier? Das war vielleicht unangenehm. Danke, dass ihr mich befreit habt. Bestimmt hat mich der Basilisk versteinert, oder? Dieser Magier war ein ganz schön harter Brocken. Ich hoffe, dass sich die Kreatur über ihn hergemacht hat, bevor er sie überwältigen konnte. Ich heiße Kaylan und ihr seid? Ich heiße Talis und habe eine Bitte an euch. Ich suche den Helm von Baldurian und man sagte mir, dass ihr ihn habt. Ich besitze keinen solchen Gegenstand, aber vielleicht einer meiner Kameraden. Ich bin aber nicht sicher, da ich sie noch nicht lange kenne. Wenn man die Zeit nicht mitrechnet, die wir gemeinsam versteuert waren, heißt das. Okay, nächster. Nehmen wir mal ihn hier. Was? Oh, Entschuldigung für mein Geschrei. Was? Fort mit euch. Wer seid ihr? Gehört das auch zu Ramazits Trick oder steckt ihr mit dieser Schlange von Digrodel unter einer Decke? Ja, so gesehen ja. Ich schwöre, dass es den Tag nicht geben wird, an dem ich mich je wieder zwischen die Fronten kämpfender Magier gebe. Also redet endlich, seid ihr für oder gegen mich? Ich habe euch aus eurem Steingefängnis befreit oder etwa nicht. Dafür bitte ich euch nur um eins, nämlich den Helm von Baldurian. Diese Bitte mag wohl angemessen sein, doch kann ich sie nicht erfüllen. Einen solchen Gegenstand habe ich nicht. Aber ihr könnt die anderen in der Gruppe auch fragen. Vielleicht wissen sie, wo man diesen Helm finden kann. Obwohl ich es euch an eurer Stelle nicht erzählen würde. Ein solcher Schatz verdient es dafür zu sterben. Okay. Das dürfte problematisch werden. Hey, Kollege! Was sagt der uns? Unglaublich, was ich für Rückenschmerzen habe. Es kommt mir vor, als hätte ich Ewigkeiten gestanden. Vielen Dank, dass ihr mich befreit habt. Und nun sagt mir euren Preis. Ich kenne mich mit Söldnern und ihresgleichen gut genug aus, um zu wissen, dass man jemanden wie mich nicht einfach so rettet. Was verlangt ihr von mir? Mein Preis, ich suche einen Gegenstand, den Helm von Baldurian. Baldurian klingt irgendwie besser. Sobald ich den habe, kann ich mich auf den Weg machen. Wenn ich diesen Gegenstand hätte, hielt ich es für kein gutes Angebot. Mein Leben für solch einen mächtigen Gegenstand? Nicht viele würden solche Bedingungen einfach so hinnehmen. Untersucht ihr doch ruhig meine Kameraden. Vielleicht denken die anders. So, vor denen hat auch keiner einen Helm auf. Nicht mal hier, der letzte. Ein Blonder. Nett, dich kennenzulernen, Freund. Ich erwachte aus einem dunklen Schlummer und sehe vor mir eine Diva. Sicherlich seid ihr so ein Wesen, dass ihr mich habt retten können. Ich heiße Vale. Bitte erweist mir die Ehre und nehmt mir ebenfalls euren Namen. Ich heiße Talisa. Und ich bin hier, um den Helm des Baldurian zu suchen. Den Helm von Baldurian? Ja, habe ich wohl gehört. Darf ich fragen, warum ihr danach sucht? Und wer hat euch überhaupt geraten, mich danach zu fragen? Digrodel sendet mich, ihn zurückzubringen. Er sagte, dass ihr glücklosen Kerle ihn habt und ihn vielleicht gegen die Freiheit eintauscht. Das hat er gesagt. Leider ist er im Unrecht. So dankbar ich auch für eure Hilfe bin, so wichtig ist mir auch der von euch gesuchte Gegenstand. Ich habe ihn mir hart erarbeiten müssen und passe gut auf ihn auf. Muss ich jetzt diese historische Besonderheit aufgeben, die mir so viel bedeutet? Überlegt es euch nochmals. Wir sind alle Abenteurer, sei es auf Bezahlung oder Forschungsgeist getrieben.
Lasst mir meinen Schatz, ihr wisst genau, dass ich ihn verdient habe. Also ihn jetzt mit Gewalt dazu zu zwingen, uns zu sagen, wo der Helm ist, würde ich nicht machen, weil er hat recht. Wir haben uns auch ziemlich viele Sachen hart erarbeitet. Zum Beispiel den Hammer, den wir dem verrückten Priester abgenommen haben. Den Helm, den wir dem anderen verrückten Krieger abgenommen haben. Der Ankeck-Panzer, den Kali trägt. All diese Sachen haben wir uns hart erarbeitet. Und wir wollen auch nicht, dass uns das einfach einer so klaut. Eure Worte klingen nach der Wahrheit. Ich werde ihn euch nicht wegnehmen. Ich bin erleichtert. Glaubt nicht, dass euer Mitleid nicht belohnt wird. Ich werde euch einen Gegenstand geben, der mir fast genauso lieb ist. Vielleicht sollten die beiden gar nicht getrennt werden, doch habt ihr mich errettet. Der Umhang von Baldurian ist bei einer meiner Liebesgefährtin im Unterkeller. Sie heißt Quernish, geht dorthin, sie wird ihn euch geben. Sie wird wissen, dass ich euch schicke. Und nun lasst mich bitte gehen. Gut. Wir sollen einem Zauberkundigen namens Diegod in einen Dienst erweisen. Er will, dass wir den Helm von Baldurian finden. Diese Gegenstände befinden sich an dem versteinerten Körper einer Abenteurergruppe. Die Körper befinden sich momentan bei einem Kunsthändler, der auf einem Ansitz westlich vom Marktplatz lebt. Der FW teilte uns mit, also er ist ein Elf, dass er den Umhang Baldurians einer Gemahlin von ihnen in dem Unterkeller übergab. Quernish ist ihr Name. Was wollt ihr? Okay. Nichts leichter als das. Und im Unterkeller, also wir mussten schon mal nicht gegen sie kämpfen, um an den Helm zu kommen, was gut ist in unserem Zustand. Im Unterkeller sollten wir hoffentlich, finden wir vielleicht auch eine Spur auf den Helm. Wenn das seine Geliebte ist, weiß sie vielleicht was darüber. So, dafür müssen wir nämlich einfach nur hier hin. Nicht so. Dann müssen wir wieder über das Gebiet. Gut. So. Nichts leichter als das. Und in die errötende Nixe. Dort können wir erstmal schlafen und unsere beiden Verletzten hochheilen. Beinahe unter meiner Würde. Hier können wir hier königlich schlafen? Nein, hier konnten wir nur adlig schlafen, gell? Hey, Freund! Du, das ist pfundig, welche Dienstleistung? Genau, adlig. So, das heilt nicht viel, aber es heilt etwas. Ihr habt eine Aufgabe? So. Was? Eine schwere Heilung beginnen von den beiden. Was wollt ihr? So, du heilst dich jetzt zweimal selber. Ja, oh, allgegenwärtige Automatikperson. Kali heilen. Was? So, dich nochmal selber heilen. Ja. Jetzt haben wir noch die Zauber, oh, das war falsch. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Egal. Was wollt ihr? Ja, oh, und du hast noch mal einen für Minsk. Was? Beinahe so. Unter meiner Würde. Jetzt gehen wir in den Unterkeller. Dort waren wir ja schon mal, ja, aus Versehen. Gut. Und ich schnapp mir mal kurz die 7-Meilen-Stiefel, um hier schnell durchzuracen. Weil der Unterkeller ist nicht FSK, ist nicht jugendfrei, sagen wir es mal so. Die Kurtisanen hier unten haben ein paar Sprüche drauf, die eigentlich nicht in das Let's Play gehören. Deswegen race ich mal schnell durch. Ich weiß ja... So. Ich bin ein Prachtweib. Genau, mit dir wollen wir reden. Na, ich will hier keine Grobiane, die in Rüstung rumlaufen haben, die meine Freunde verscheuchen. Nur weiter, Kinder. Vale hat mich geschickt. Ich bin hier, um seinen Umhang abzuholen. Er hat ihn mir geschenkt. Ha, ihr haltet mich wohl für einen Narren. Vale würde einem Rüpel wie euch so etwas nie geben. Talisa ist kein Rüpel. Ich weiß, wie er an seinen Namen kommt, aber ihr wisst ganz offensichtlich nichts über ihn. Was ist denn seine Lieblingsspeise? Wie lautet der Mädchenname seiner Mutter? Ich bezweifle, dass ihr ihn je mit deinen Augen gesehen habt. Welche Haarfarbe hat er? Wisst ihr überhaupt, welcher Rasse er angehört? Ja, er war auf jeden Fall ein Elf und ich habe ja selber gesagt, dass seine Haare gelb sind. Also ja. Hm, vielleicht wisst ihr ja doch etwas über ihn. Ich kann dennoch nicht glauben, dass er euch mit solch einem Gegenstand vertrauen würde. Er kann natürlich manchmal ein bisschen flatterhaft sein. Ach ja, ist schon lange her, seit er mir einen Besuch abgestattet hat. Wer weiß, wie er sich verändert hat. Hier habt ihr ihn also. Nehmt ihn und geht, ich habe Besseres zu tun.
Da ist noch etwas. Er wollte mir auch den Helm von Baldurian geben. Ist zwar jetzt gelogen, aber vielleicht finden wir so den Helm. Also das möchte ich doch bezweifeln. Und ich hätte auch nicht geglaubt, dass er einfach so den Umhang geben würde. Das macht auch nichts. Ich habe keine Ahnung, wo der Helm sein könnte. Er hat mal erwähnt, dass er ihn verstecken wollte. Was hat er da nochmal gesagt? Also er sagte, dass es keinen besseren Versteck für den Helm und den Umhang geben könnte und dass das Gebäude praktisch dafür prädestiniert sei. Dass ich aber dennoch den Umhang behalten sollte, damit sich nicht beide Gegenstände an einem solch öffentlichen Ort befinden. Hilft euch das etwas weiter? Ich bin euch sehr dankbar, ich werde weitersuchen. Geht einfach weiter. So. Jetzt so schnell wie möglich raus hier. Bevor irgendwelche unsäglichen Worte rauskommen, nichts leichter als das, die ich rausschneiden muss. So, 7 Meilenstiefel können wieder ausgezogen werden. Und dann Kali zurückgegeben werden. So, wir haben den Umhang von Baldurian. Plus 1 Rüstungsklasse, Rettungswurf und Widerstand gegen Magie. Das könnte Minsk tragen. Minsk oder Khalid? Minsk, der hat nämlich nur minus 2. Jetzt hat er minus 3. Khalid hat ja einen schönen Schild, der ihn etwas schützt. So. Und ich glaube, ich verkaufe den Stab hier jetzt. Ich verkaufe auch, glaube ich, 2 von den Feuchtstäben, weil so oft vier ich Gegner nicht. Ich behalte lieber die Lähmungsstäbe. Ah, so. Haben wir noch irgendeinen Gegenstand? Können wir das Ding identifizieren? Nö, ich habe ja jetzt alle Identifikationszauber wieder verbrezelt. So, wir haben den Umhang, jetzt fehlt uns nur noch der Helm. Dann haben wir beide Gegenstände. Und dieses Rätsel, muss ich sagen, ist zwar offensichtlich, aber doch etwas gemein versteckt. Wir suchen nämlich Helm und Umhang. Wem kommt das bekannt vor? Nichts leichter als das. Das ist wirklich gemein. Helm und Umhang zu finden. Nichts leichter als das. Ja, ich habe damals ewig lang gebraucht, als ich das erste Mal gemacht habe, darauf zu kommen. Wobei ich das damals, glaube ich, auch anders gemacht habe. Damals habe ich die Antwort aus ihm mehr oder weniger rausgedroht und da hat er mir auch ein anderes Rätsel gegeben, dass der Umhang, den ich damals gar nicht gefunden habe, bei der roten Maid wäre, was die errötende Nixe ist. Und dass der Helm eben an einem passenden Ort versteckt ist. Nämlich Helm und Umhang. So. Gehen wir mal rein in den Helm und Umhang. Nichts leichter als das. Und stellen uns hier schon mal richtig auf. Denn das hier könnte es jetzt gleich etwas ungemütlich werden. Wobei, ich tue jetzt einfach mal so, als ob ich von nichts eine Ahnung hätte. Ich mache hier trotzdem mal einen Quicksave. Ja, mache hier einen Quicksave, bewege meine Gruppe mal hier hin. So. Was wollt ihr? Und spreche jetzt mal mit dem Schankwirt. Ja, ich schlafe einmal königlich hier. Können wir uns ja gut leisten. So, und dann haben wir hier diese Abenteurergruppe. Hey, Kollege! Trinkt ein Gläschen mit Groppel Hinz und seiner Gruppe der fröhlichen Gaukler. Toller Name. Ich fürchte, es kommen finstere Zeiten. Und das sagen die drei hier. Während er hier. Hallo, Abenteuerkollegen. Trinkt ein Gläschen mit Groppel Hinz und seiner Gruppe der fröhlichen Gaukler. Bei mir sitzen Faluk der Furchtlose, Topin der wilde Waldläufer und Nelik der listige und teuflische aller Diebe. Wir schulden ihm Geld und geben ihm daher einen guten Namen. Doch nun ist Schluss mit dieser Namenvorstellung. Setzt euch an die Theke und erzählt uns etwas von eurem jüngsten Abenteuer. Naja, wir sind durch den Mantelwald gezogen und haben uns dort durch jede Ebene einer bewachten und geheimen Mine gekämpft. An jeder Ecke standen Magier, Waffen, Blitzstrahl und Feuerbälle mitten in unsere Gruppe, traten danach durch ihre Dimensionstore, um ihre Angriffe von einer anderen Flanke fortzusetzen. Ja, wir hatten Verluste und es floss Blut, doch ich schwelge immer noch in den Erinnerungen daran.
Etwas übertrieben, aber okay. Eisenmine im Wald und Wald, ihr tragt ja ganz schön dick auf. Und es bereichert uns, eure zuzuhören. Ihr dürft euch als Ehrenmitglieder der fröhlichen Gaukler betrachten. Möge das Bier und die Freundschaft in dieser heiligen Halle stets im Überfluss vorhanden sein. Sprecht einen Trinkspruch für Talisa, ihr Besoffenen, und für die sympathischen Leute, von denen wir jetzt umgeben sind. Ich polier dir mal so richtig die Fresse, dann hast du so, und da kommen jetzt andere Leute. Macht Platz für Gretek und die Reißer vom Unterberg. Wenn ihr tatsächlich Schläger von Unterberg seid, könnt ihr euch den Weg selber kehren. Ich putze die Straße nicht für gemeine Großmäuler. Niemand will sich zwischen Reißer und ihr Bier stellen. Zieht eure Waffen. Männer, wir müssen noch etwas Abfall beseitigen. Und seht ihr, das macht erstmal den Wirt aggressiv, wenn wir den Spruch nehmen. Was?